Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht's weiter mit meiner Full Face Only Using One Brand Reihe. Und zwar geht es heute um die Marke Ofra. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte, die ich verwende, bekommt man größtenteils auch bei Purish. Ich habe mir die teilweise auch im Purish Online-Shop bestellt, wie zum Beispiel im Black Friday Sale. Diese mega geile Lidschattenpalette, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Genau, ich verlinke euch aber alle Produkte unten in der Infobox und bei Purish habe ich auch einen 15% Rabattcode und es läuft auch aktuell eine Aktion. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt noch läuft, wenn das Video online gestellt wird, wo es 30% Rabatt auf Ofra gibt. Genau, ich verwende zum Schminken nur Pinsel von Luvia Cosmetics. Also ich habe die ja immer jetzt hier so in, nach Marken sortiert mir hier hingestellt. Und auch da kann ich euch die Pinsel verlinken, sofern ich sie finde in der Infobox, die ich verwende. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Primer habe ich, ich fluffel gerade hier so schön auf meinen Pinsel rum, ich liebe es, ne? Primer habe ich zwei Stück von Ofra. Das ist einmal der Cucumber Primer. Das ist so ein Feuchtigkeitsprimer, den werde ich zuerst verwenden. Und danach werde ich mir ziemlich viel Glow ins Gesicht geben mit dem Primer Rodeo Drive. Das ist aus der Sonderedition, dieses Sondereditionsset, wo der Primer, der Lipgloss, der Highlighter mit drin war und das Spray. Die Produkte sind hier auch mit drin. Genau. Wird jetzt angewendet. Nicht wundern, es ist draußen hardcore bei uns am Schneien. Also über Nacht haben wir mega neue Schnee gekriegt. Das Fenster ist auch quasi offen. Also ne, das heißt, ich habe ordentlich Tageslicht im Gesicht. Und Sammy leckt sich gerade trocken. Ich hatte ihm vorher ein bisschen Pfotenfett drauf gemacht. Und deswegen leckt er sich das gerade runter. Und er leckt sich trocken, weil er gerade sich im Schnee gewälzt hat. Also ihr habt es auch auf Instagram gesehen, falls ihr mir dort folgt. Da heiße ich Aiduak P. Claudia rückwärts und ein P dahinter. Heute ist der 7.2. und hier ging echt die Post ab, um das mal so zu sagen. Die Primer von Ofra finde ich übrigens mega schön. Die kommen halt in so einem richtig stylischen Pumper. Und hier habe ich jetzt einmal den Cucumber Primer. Das ist halt auch wirklich so ein, ja, blassgrüner, mintgrüner Primer. Sieht schön aus. Und den gebe ich mir auf mein Gesicht. Der ist richtig schön feuchtigkeitsspendend. Natürlich habe ich hier drunter auch meine normale Tagespflege. Und gebe den jetzt hier einfach nochmal drüber, weil die Tagespflege habe ich auch vor einer Weile erst aufgetragen. Der zieht schön ein. Und diese zwei Pumper, die ich jetzt genommen habe, sind jetzt auch schon quasi eingezogen. Zack. Und jetzt gebe ich mir noch einen Pumper auf, um ihn für meinen Hals zu verwenden. Denn auch da verblende ich meist Foundation runter und deswegen gebe ich mir da auch Primer hin. Fühlt sich richtig angenehm an, schön genährt das Gesicht. Also das ist top, ne? Für die Feuchtigkeit eine richtig gute Geschichte. Und für den Glow nehme ich den Rodeo Drive Primer und der hat auch richtig Bums. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber der ist halt nicht glitzernd. Das ist halt das Gute daran. Der gibt einfach Glow. Den verteile ich mir auch wirklich nur dann oben im Gesicht. Man sieht es hier, glaube ich, auch, dass der einen leichten Tint mit dabei hat. Ne? Also mein Gesicht ist jetzt auch ein bisschen dunkler. Ja gut, ein bisschen blende ich das auch runter, okay. Ein bisschen dunkler als mein Hals, weil er auch ein bisschen Farbabgabe hat. Purer Glow. Und das finde ich mega schön. Das sieht einfach gesund aus, ne? Als Foundation habe ich mir die Liquid Foundation bestellt, die Naked. Ich weiß nicht, ist Naked hier die Farbe? Das müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Farbe gewählt habe. Muss ich wirklich sagen. Online-Shoppen ist immer so eine Sache für sich. Naja. Steht hier irgendeine Farbbezeichnung drauf? Ist Naked die Farbe? Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. Ich verlinke euch aber, wie gesagt, die Produkte in der Infobox. So schaut die aus. Du hast 30 ml in dieser Foundation drin. Ich finde das Packaging, ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt auch so die anderen Sachen angucke, nicht so schön. Oh, die kommen in einem Spatel. Mhm. Okay, das ist interessant. Ja, die sieht ein bisschen dunkel aus, ne? Sagen wir ein bisschen. Hier habe ich sie jetzt auf die Hand gegeben. Mhm. Die wird, ja, vielleicht, na, wir gucken mal. Ich nehme jetzt einen Foundation Buffer Pinsel erstmal. Ich arbeite jetzt erstmal auf der einen Gesichtshälfte die Foundation hier mit dem Buffer ein. Aber man sieht halt, ne, es ist zu warm für mich und zu dunkel, leider.
Ja, ich arbeite die jetzt mit dem Schwämmchen ein. Und zwar nehme ich hier das von Maxim mit Lovia. Super, 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 super fleckig. Furchtbar. Ich versuche jetzt die andere Seite direkt mit dem Schwämmchen zu machen. Auch das sieht nicht optimal aus, sondern auch relativ fleckig und unruhig meiner Meinung nach. Aber nicht so fleckig wie auf dieser Seite, ne? Wenn wir mal darüber hinwegsehen, dass die Farbe einfach nicht passt, ne? Gucken wir uns mal die Foundation von Nam an. So, also, gefällt sie mir? Nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? So, ich finde, dass sie, ich habe zwei Primer und eine gute Tagespflege drunter. Alles gut eingezogen, alles funktioniert auch mit anderen Foundations wundervoll. Die Foundation setzt sich auf der Nase ganz blöd ab. Auch neben der Nase setzt sie sich doof ab. Das mag ich nicht leiden. Ich kriege das auch nicht noch besser ausgeblendet als jetzt. Es setzt sich natürlich in meine Augenbrauen. Ich finde sie sehr, sehr trocken. Nicht passend für mich. Auch am Kinn. Ne? Die tont die Poren. Ganz blöd. Und das passiert eigentlich nie bei mir, dass irgendwas meine Poren betont. Auch hier. Ich habe normalerweise nicht wirklich sichtbare Poren. Aber diese Foundation macht, dass man welche sieht. Und das ist super unangenehm. Ja, das sieht echt kacke aus, Leute. Ich werde das jetzt so machen, dass ich mir jetzt kurz mein Gesicht wasche, die Foundation runternehme, mir wieder die Primer drauf mache, eine andere Foundation drauf mache und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel, viel besser. So, ich habe jetzt die MAC Studio Waterweight Foundation aufgetragen und einen Concealer habe ich bei Ofra auch nicht mehr bekommen. Ich glaube, der war ausverkauft zu dem Zeitpunkt oder ich habe keinen gefunden oder ich habe es vergessen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da habe ich den True Match von L'Oreal jetzt genommen und ja, jetzt habe ich quasi die flüssigen Texturen auf meinem Gesicht oder die cremigen. Da nehme ich jetzt ein Setting Spray. Das ist das Rodeo Dry Face and Body Mist Radiant Setting Spray. Das heißt, das wird mir auch noch zusätzlichen Glow jetzt geben. Und wenn man das schüttelt, hat man hier halt diesen Sturm quasi drin. Das ist extrem cool. Du kannst es dir auch theoretisch über die Beine sprühen und hast dann so einen Glow für den Sommer. Da ist so viel drin, 240 Milliliter, ne? Der Sprühkopf ist furchtbar. Genau, und das tape ich mir jetzt auch nochmal mit dieser Seite vom Schwämmchen ein, womit ich auch die Foundation aufgetragen habe. Was ein Glow. Finde ich mega schön, ne? Genau, das werde ich aber gleich auch nochmal brauchen. Jetzt habe ich hier ein Puder, und zwar ein Bananenpuder, ein Bananapowder. Die Verpackung bei Ofra ist immer im Prinzip gleich, also meistens. Und das ist jetzt so eine kleinere Größe von dem Puder. Es ist halt wirklich gelb, das heißt, da muss ich jetzt ein bisschen mit aufpassen. Und nehme ich mir erstmal hoch. Ein Highlighter-Pinsel, da habe ich einen von Luisa. Und trage mir das... Oh, das ist doch relativ dunkel, ne? Hätte zu Foundation wahrscheinlich gepasst, aber gut, man soll Bananenpuder ja vor allem unter den Augen verwenden, ne? Ja. Und mit einem großen Fluffel von Luisa fluffel ich da grob rein, klopp ab und sette mein komplettes Gesicht damit und habe dann das Ganze soweit eingearbeitet. Und so gefällt mir das vom Ergebnis her wirklich gut. Das sieht toll aus. Jetzt kommen wir zu einem Bronzer. Das war in der Samantha March Collection mit drin. Also das ist quasi eine Limited Edition gewesen. Mal gucken, ob es den noch gibt. Ich habe euch den dann verlinkt. Das Bronzer Duo River. Genau, und da hast du zwei verschiedene Bronzer drin. Das ist ein matter und ein schimmernder Bronzer. Ja, und ich gehe meistens einfach mit dem Pinsel da so rein, komplett. Klopf den Pinsel ein bisschen ab und trage mir das dann vorsichtig auf. Der Bronzer lässt sich halt schön in die Haut einarbeiten, ist jetzt nicht irgendwie fleckig oder so. Mir gefällt das richtig gut. Wenn ich beim Schminken nicht allzu viel erzähle, ist es also, ne, wenn ihr dann quasi schnell die Schritte hintereinander seht, dann ist es meistens so, dass ich ein wenig angepisst bin von Sachen, die vorher halt passiert sind. Also quasi, dass die Foundation jetzt zum Beispiel so furchtbar funktioniert hat, nur bei mir. Das frisst mich gerade so ein bisschen, ne? Aber, naja, shit happens, ne? Ich habe sie reduziert bestellt und dann ist das auch okay, aber trotzdem, man ärgert sich ja drüber, ne? Und dann hofft man einfach, okay, komm, jetzt gebe ich Produkte in mein Gesicht, die ich schon kenne und wo ich vertraut mit bin und wo ich weiß, dass es wenigstens dann in den Steps schon mal ganz nice aussehen wird.
und hoffe, dass es dann auch so bleibt bei den Produkten, die dann gleich als neu hier auch bei mir sind, ne? Weil ich habe schon ein bisschen was Aufregenderes vor, weil ich habe hier auch gleich einen grünen, einen sehr, sehr neongrünen Eyeliner. Und ja, es ist spektakulär. Deswegen ist eine leichte Angespanntheit dann immer, wenn ich etwas schweige. Jetzt noch an der Nase, an der Seite ein bisschen. Kann man auch fein machen, wenn man da mit dem Highlighter-Pinsel dran geht oder so. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall, wie mir der Bronzer gefallen würde. Ich mag es vom Glow auch her. Also man hat jetzt dadurch, dass ich beide Farben genommen habe, auch einen schönen Glow im Gesicht. Auch dieses Setting Spray kommt natürlich jetzt auch wieder durch. Der Primer kommt wieder durch. Es kommt gerade alles wieder durch und ja, macht das Ganze in meinem Gesicht gerade sehr harmonisch. Und ich mag das einfach, ne? Das ist so meine Komfortzone. Auch aus dieser Kollektion habe ich dieses Blush Duo. Das ist das Chic Lit. Und hier habe ich einen matten und einen schimmernden Blush, wobei der schimmernde Blush halt relativ dunkel ist. So, da gehe ich wieder mit dem Prime Vegan Pinselset rein. Also mit dem ganzen Pinselset jetzt nicht, aber mit dem einen Pinsel davon. Im Prinzip einmal so rum, einmal so rum, dass quasi auf dem Pinsel das halbwegs gleichmäßig verteilt ist. Klopfe den ein bisschen ab und trage mir den Blush vorsichtig auf. Weil wie gesagt, der ist sehr pudrig, sehr stark pigmentiert. Für euch positiv, weil ihr seht ihn dann in der Kamera. Für mich, ich muss aufpassen. Das ist jetzt tatsächlich von einmal so doppelt reindippen, abklopfen, auftragen. Und ich finde das schön, ne? Also wenn ich jetzt so rausgehen würde und nicht vorhätte, heute einfach noch ein Videoday zu machen, würde ich das so lassen. Da ich aber ein Videoday mache, baue ich mir den jetzt auf, weil ich möchte, dass man ihn schon sieht. Der ist nämlich schön. Das ist eine schöne Farbe. Ein bisschen, also ein Müh zu dunkel für mich, um ehrlich zu sein. Ne? Also für mich könnte der noch ein bisschen mehr kräftiger sein, mehr ins rosafarbene reingehen. Ne? So ist es halt ein bisschen dunkler, aber trotzdem sehr, sehr schön. Mit einem erwachsenen Glow. Ist immer so aufregend, ne? Wenn man dann den Blush aufgetragen hat, dass dann der Bronzer so extrem in den Hintergrund rückt. Kommt so ein bisschen was auf die Nasengedönsen-Geschichte, kann ich mir auch noch geben. Das ist ganz interessant, ne? Weil es war mal so gesagt worden, du musst immer irgendwie zwei Finger breit von der Nase freilassen von Blush. Und mittlerweile ist es sogar angesagt, wenn du halt hier so komplett drüber gehst und ja, dir so ein bisschen Sonnenbrandfeeling machst. Die Zeiten ändern sich, ne? Auf jeden Fall sieht man von dem Bronzer nicht mehr so allzu viel. Es ist halt schön ineinander verschmolzen. Vor allem, weil ich mir den Blush ja auch immer hier so auftrage und hier dann ja auch der Bronzer weitergeht, ne? Das verbindet sich dann ganz nice. Und ich mag das. Das sieht gut aus. Ein bisschen Solarium übermäßig verwendet, um das mal sozusagen vom optischen her, aber ich mag das eigentlich wohl ganz gerne. Ja, Highlighter, oh ja, da wissen wir ja, dass Ofra exzessiv im Highlighter-Business unterwegs ist. Ich habe tatsächlich hier auch 4 Stück, ne? Habe ich gerade super gezeigt. Einmal habe ich hier den Rodeo Drive in der Mini-Version. Das ist ein, also die sind super, super schön, ne? In einer sehr, sehr schönen champagnerfarbenen Geschichte. Das ist so mit meinem Lieblingshighlighter, weil der halt am tragbarsten ist von allen. Den swatche ich hier hin. Ich swatche jetzt einfach mal hier alle nebeneinander auf meiner Hand. Dann habe ich hier den Mini Blissful. Der ist ein Tick dunkler und ein Tick mehr ins rosafarbene. Also ins Rose Gold farbene quasi. Und der schaut so aus. Dann habe ich hier aus der Samantha March den Highlighter Start Inspired. Das ist so ein ja, Duo-Ding aus Rosa tatsächlich, ja, und Champagner. Aber ich swirle da gerne komplett durch. Der ist auch sehr hell, sehr leuchtend, aber sehr, sehr schön. Und dann habe ich natürlich den Space Baby in der Kollaboration mit Niki Tutorials. Der ist halt echt mal Endstufe, Leute, weil der ist extrem kühl, ne? Der ist mit Blau quasi mit drin. Also die sehen alle wundervoll aus. Man kann mit dem Niki Tutorials Highlighter echt eskalieren. Aber ich glaube, entweder den von Samantha March oder den Rodeo Drive. Ich glaube, ich nehme wirklich den Klassiker Rodeo Drive heute mal. Highlighterpinsel. Den muss man schon ein ganz kleines bisschen abklopfen, weil der schon sehr, sehr heftig ist. Und ich habe ja schon so viel Glow auf dem Gesicht, ne? Man sieht ihn definitiv. Die Ofra Highlighter, ne? Leute, guckt die euch an, die sind hammermäßig. Ich werde den jetzt tatsächlich noch ein bisschen verblenden mit meinem Blushpinsel hier, weil der mir sogar ein kleines bisschen zu krass ist. Aber auch jetzt noch, ne? Oh.
Okay, auf der anderen Seite packe ich mir jetzt, weil ich Zwilling bin und mich nicht entscheiden kann, den von Samantha March auf. Gehe da halt auch komplett durch. Sehr, sehr schön pudrig. Der ist da. Hallo, Herr Highlighter. Sie auch in diesem Universum. Oh mein Gott, der ist noch krasser als der Rodeo Drive, Leute. Huch. Auch den mit dem Blushpinsel einfach mal ein bisschen verblenden, weil wir sind ein wenig eskaliert hier. Das ist, als hätte ich einen Eimer Wasser ins Gesicht bekommen und ich finde es wunderschön, weil die sind einfach nicht so glitzernd oder so. Die sind einfach nass und sie sind da und sie sind schön. Boah, halt unnatürlich, definitiv. Ne? Also da ist nichts von zarter Glow-Natürlichkeit und ein Hauch von, sondern es ist einfach da. Jetzt brauche ich Augenbrauen. Auch die habe ich mir nicht von Ofra geholt. Also Augenbrauenprodukte. Das heißt, hier verwende ich auch mein All Use aktuell. Das ist von L'Oreal einer, wo ich nichts mehr lesen kann. Und der Benefit 24 Hours Brow Setter. Dann kommen wir jetzt mal zu der Lidschattenpalette. Glitch 2000 Palette. Das ist echt, also schon von außen sieht man, was einen drin erwarten könnte. Und es erwartet einen auch tatsächlich von innen. Ja, ich mache mal eben hier die Folie ab. Es sind nur Schimmertöne. 9 sehr, sehr schöne Schimmertöne. Aber damit kann man safe auch einen Look schminken. Man kann auch bestimmt den Ton, der hier oben ist, als Highlighter-Ton verwenden. Und ja, los geht's. Ich denke, dass ich jetzt erstmal versuchen werde, mich von hell zu dunkel vorzuarbeiten. Und so eine Palette, die halt nur aus Schimmertönen besteht, ist normalerweise auch eher etwas für, ja, so als Ergänzung gedacht. Oder dass du die in Kombination mit deinem Bronzer, deinem Blush oder sonst irgendwas verwendest, weil ansonsten kann es verrückt werden. Ich nehme jetzt zuallererst diesen ganz, ganz hellen Ton und der heißt Bling. Setze ich mir innen und ziehe den hinein. Leute von heute. Ja, wir machen jetzt einen rein schimmernden Look, ne? So mein Plan. Mit grünem Eyeliner. Das wird ein Traum. So gehe ich wenigstens nicht im Schnee verloren. Also die Konsistenz von diesen Lidschatten scheint sehr vergleichbar mit der von den Highlightern zu sein. Sehr, sehr cremig. Natürlich habe ich jetzt ein kleines Problemchen, weil ich aktuell sehr trockene Augen hier vor allem habe. Und immer wenn du Schimmertöne auf solche Stellen gibst, werden die natürlich nochmal betont. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir gucken mal. Ein Ton, den ich definitiv in diesem Look verarbeiten möchte, ist dieses wunderschöne Blau. Und das gebe ich mir jetzt als nächsten Ton einfach mal auf. Passend zu meinem Oberteil und zu dieser eisigen Geschichte draußen. Sehr, sehr krümelig. Also ich habe übrigens hier, upsala, von Luisa mit Luvia, den Smudger. Sehr, sehr krümelig. Also da muss man ein bisschen dann wieder ins Fähnchen abklopfen, weil ansonsten riskierst du halt richtig viel Fallout. Wow. Hat der eine Strahlkraft. Schön. Richtig schön. Ich arbeite hier mit einer ganz, ganz extrem leichten Hand. Also ich berühre mein Auge kaum, wenn ich den Lidschatten auftrage. Der blaue Ton heißt übrigens Chill Pill. Und jetzt gehe ich wieder in diesen Bling rein, in diesen hellen Champagnerton. Und mache das quasi so als Verbindung, dass ich hier so eine Art ganz helles, eisiges Blau in der Verbindung hinbekomme. Ich gehe jetzt nochmal mit dem sauber gemachten Smudger ein bisschen in dieses Helle rein, um das unter den Augenbrauenbogen zu setzen. Weil noch ist der nicht allzu sehr verfärbt. Habe ich da schon mal ein kleines Highlight. Braucht da aber auch nicht so ultra viel, weil eh das ganze Auge ja am Glänzen sein wird. Krass. Okay, und jetzt setze ich mir nach außen hin. Das Lila setze ich mir jetzt nach außen hin. So, ich hoffe, dass das ein schönes Lila ist. Posh ist da die Farbbezeichnung. Das setze ich, ja, Baby. Setze ich mir nach außen. Krümmelt natürlich mega. Blende ich auch so ein bisschen in das Blau hier oben mit rein. Als Lidfaltengedöns. Sieht schon merkwürdig aus, weil es halt alles schimmernd ist. Aber irgendwie gefällt mir das. Frag mich nicht. Ich finde das mega.
Ich guck mal, wenn ich jetzt mit dem Finger in dieses Blau reingehe und mir das dann nochmal auf mein... Oh mein Gott! Aha, wenn ich das jetzt auf mein Zentrum gebe, wird es natürlich noch intensiver. Wow, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, und wie schon angekündigt, gehe ich jetzt in dieses Grün rein. Das heißt Boyband. Ja gut, das sind die 2000er, Leute. Und das setze ich mir dann auch an den unteren Wimpernkranz. Ziehe den hier auch schon so ein bisschen hoch. Da kommt ja gleich der sehr, sehr helle Concealer vor allem, ne? Eyeliner zum Einsatz. Okay, das finde ich schön. Es ist was anderes. Es ist wirklich was komplett anderes. Es ist nicht, ne? Oh, ich finde es so schön. Es ist nicht das, was ich normalerweise auch oft schminke, aber es ist jetzt wirklich mal ein richtig kühler Look. Ein leicht mystischer Look. Nicht dieses klassische mit, ich gebe mir vorher eine Transition Shade auf in die Lidfalte und so. Es ist halt jetzt sehr einfach mal was anderes. Ich feiere das gerade so sehr. Ich kann gar nicht aufhören, mir das anzugucken. Hammer. Jetzt gehen wir zum Eyeliner. Der hat diese Farbe. Krass, oder? Fix Line Eyeliner Gel Green Vibrations ist die Farbbezeichnung. Und ja, auftragen definitiv. Das wird jetzt spaßig. Nehme ich mir aus dem Louisa Pinsel Set den Wing Eyeliner Pencil und dann gucken wir mal, wie das so wird. Boah. Fängt schon mal vielversprechend an. Der ist nicht ganz deckend, ne? Also der ist ein bisschen fleckig und ich musste mir jetzt auch zu Hilfe diesen Sigma Eyeliner E05 hinzunehmen, weil der halt sehr, 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 sehr fein ist, ne? Da kann ich halt viel präziser jetzt mit malen. Aber ich finde das hammermäßig geil, muss ich wirklich sagen. Das finde ich echt cool. So ein bisschen gerade wie Malen nach Zahlen, da hatte ich auch immer so ganz kleine, feine Pinsel. Also Erwachsenen Malen nach Zahlen. Ich verlinke euch mal unten in der Infobox etwas. Da sagt ihr nicht, das ist Kinderkram. Das ist eine wunderschöne Beschäftigung jetzt gerade beim Lockdown. Der Eyeliner gefällt mir, glaube ich, vor allem von der Farbe. Die Textur ist ein bisschen schwierig, weil das nicht super leicht ist, damit zu arbeiten. Ich muss aber auch gestehen, dass es jetzt wirklich mein allererstes Mal war, mit so einem Eyeliner zu arbeiten und vor allem auch so eine krasse Farbe in so einem Look. Ne, ist was ganz anderes, deswegen. Das habe ich schon gemerkt, dass es anders ist. Ja, ansonsten, ich liebe diesen Augenlook. Ich feiere ihn hart und ich fühle ihn exzessiv gerade. Jetzt fehlen aber definitiv hier Wimpern, ne, also Mascara, weil das sieht jetzt noch ein bisschen merkwürdig aus. Achso, ich verwende aber hier dieses Glow Mist Gedönsen nochmal zwischendurch, einfach um alles, was ich jetzt so in der Zwischenzeit aufgetragen habe, nach meinen cremigen Texturen, ne, einfach mal zu setten. Ja. Ach so, das sprüht so böse, ne? Oh, ganz weit weghalten. Hammer. Okay, die Mascara, die ich mir ausgesucht habe, ist diese HD Mascara in Black. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich die schon mal hatte oder nicht. Ich glaube nicht, weil ich hatte mal eine von Ofra, mit der bin ich nicht so gut klargekommen. Die hat nämlich hier so ein leicht, ganz leicht gebogenes Gummibürstchen, wo du oben etwas längere Gummibürstchen hast und unten etwas kürzere. Ich weiß nicht, ob die das war. Riecht ganz angenehm. Nee, ich glaube, die war das nicht. Komm, die wird jetzt zusammen mit euch ausprobiert. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die dritte Schicht musste aber leider die L'Oreal Air Volume Mascara übernehmen, weil es ist tatsächlich genau die Mascara, die ich schon mal aussortiert habe, weil mir die Wimpern zusammengeklebt sind. Und das fing schon wieder an und das fand ich blöd. Interessant, wie man jetzt, oder wie wenig man jetzt nur noch von dem Eyeliner sieht, ne? Das finde ich gerade ein bisschen krass. Also vor allem auf dieser Seite, weil die Wimpern hier so krass zusammengeklebt sind. Was hier passiert ist, da diese eine einzige Wimper, die sehr hoch auf einmal geht. Keine Ahnung. Ich finde es auch ein bisschen creepy gerade. Aber gut, ja, da hat sich wahrscheinlich ganz viel Mascara zusammengesucht und nach oben gelüftet. Das hier ist tatsächlich jetzt der fertige Augenlook. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Die Mascara ist übrigens ein Reinfall. Ja, das nur nochmal by the way. Die wird jetzt auch wieder weiter wandern, weil die klebt. Das macht keinen Sinn.
Ich habe auch verschiedene Lipglosse und Liquid Lipsticks von Ofra. Jetzt wäre irgendwas Dezentes ganz gut. Genau, also ich nehme jetzt einfach mal den Flexi Slick in der Farbe Buzz. Das ist dieser hier. Das ist im Prinzip einfach nur ein Gloss. Der hat so ein bisschen Rosé-Farbe und ein bisschen Schimmer drin, aber nein, ich sollte natürlich vorher einen Lip Liner verwenden. Fail. Okay, da habe ich nämlich den Lip Liner in der Farbe Nude mir geholt. Das ist dieser hier. Das ist einfach ein sehr, ja, ne, universell verwendbarer Eyeliner, wenn ich jetzt nur den Anfang fände. Das ist einfach einer zum Anspitzen. Und den nehme ich jetzt als komplett drüber Lip Liner. Er ist gebrochen. Oh. Okay, das waren aber wahrscheinlich nur die Anfangsschwierigkeiten, weil jetzt lässt er sich schön auftragen. Ja, eine sehr gefällige Farbe, ne? Die passt aber auf jeden Fall jetzt auch zum Look, weil da sollte man schon irgendwas nehmen, was ein bisschen zurückhaltender ist. Entweder lässt man es einfach nur so bei dem Lip Liner oder, wie gesagt, einmal die Farbe Buzz drüber geben, die doch etwas pinker ist, als wie ich sie in Erinnerung habe. Aber trotzdem sieht das irgendwie nice aus, weil das ist halt auch eine etwas kühlere Farbe zu diesem sehr kühleren Look. Ich mag's, ne? Also ich feiere diesen Look, ich mag diese ganzen Vibes, ich mag das, wie es halt so komplett aussieht und ich fühle mich wohl. Wir sind schwach gestartet, um das mal so zu sagen, hatten in der Mitte unseren Höhepunkt mit den Face-Puder-Produkten und dem Augen-Make-up. Ich würde auch wirklich einfach mal so mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass vor allem die pudrigen Produkte von Ofra etwas sind, wo man halt echt nicht viel falsch machen kann. Blush, Bronzer, Highlighter, wundervoll. Puder, vollkommen solide. Da musste ich halt nur mit der Farbe etwas aufpassen. Den Eyeliner finde ich ganz nice, ne? Es ist halt einfach mal was anderes für mich. Aber ich glaube nicht, dass ich mir von Ofra die nachkaufen würde, weil die halt sehr, sehr fleckig sind. Da würde ich halt noch schauen, was es vielleicht sonst noch so gibt. Ich bin ja ehrlich, ne? Ja, aber die Farbe finde ich cool. Ich mag das alles irgendwie. Und vor allem, dass ich dieses leicht biedere Oberteil habe zu diesem krassen Look. Das ist so ein kleiner Kontrast, den ich gerne feiere. Und ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Erfahrungen und Meinung zu Ofra-Produkten unten in die Kommentare. Ich wette, dass die meisten über einen Highlighter schreiben werden, den sie getestet haben, oder? Denn das ist so das Bekannteste von denen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!